Hallo, hier ist wieder mal die Petra von Kreativ im Leben. Der nächste Roll, es ist praktisch wieder Pizzateig. Wie ihr da hier erkennen könnt, ist dieses Backel aus von Kreativ Bunt, genau vom Shop Kreativ Bunt. Und warum es immer Pizzateig heißt, sie versenden das in einer Pizzakartonschachtel. Na gut, die kleineren Sachen eher in so einen kleinen Umschlag, aber die größeren Sachen, die diesmal habe ich jetzt zwei Bestellungen in der Schachtel da, weil ich vor einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich schon mal eine Schachtel bekommen von Kreativ im Bund. Und jetzt wollte ich euch das jetzt mal zeigen, bevor ich jetzt dann losbasteln anfange mit dem Zeug, was ich da alles gekauft habe. Wie gesagt, man hat genug von dem Zeug zu Hause. Also, für meine Distressoxide habe ich mir so ein kleines Wasserfläschchen besorgt. Ich habe zwar eins zu Hause, aber bloß ist das viel zu groß und kommt zu viel Wasser raus, wenn ich damit spritze. Dann habe ich mir mal diese kleinen, weil sie im Angebot waren, diese My Favorite Things Replenishments, also praktisch für so Schüttelkarten, dann wird das ausgestochen und dann kann man hier seine Glittersachen reinmachen. Da muss ich erst mal eine Stanze suchen, weil das ist, ich dachte, das wären runde, aber das sind so Halbschalen. Dann habe ich mir, das ist jetzt von der Bestellung von heute, jetzt sind anscheinend die Füchse so in, von CC Design, glaube ich, gibt es jetzt was Neues, aber ich habe da, bevor praktisch das gezeigt worden ist, das Release, dass jetzt was Neues kommt, habe ich mir die von Gerda Steiner besorgt. Also die kosten, glaube ich, 14,95 bei Kreativ und Bunt. Vor der zweiten Bestellung habe ich mir so eine Standschablone für ATC-Karten. Das sind praktisch so Sammelkarten, die kann man untereinander tauschen. Da macht man, was weiß ich, eine Serie aus 4 oder 6 Karten, die gleich ausschauen oder ein bisschen anders. Und dann werden die halt getauscht unter die Bastler. Will ich mal ausprobieren. Dann habe ich mir dann von CC Designs, weil mir das, weil ich habe jetzt eine Bekannte, die ist Krankenschwester, ist zwar keine Krankenschwester, aber das ist jetzt eine Bedienung, haben wir gedacht, du musst den Burger dann runter schneiden, dann wenn es gestempelt hast, weil finde ich irgendwie witzig. Dann gibt es noch eine für die Kreativen. Das ist, you're so kreativ, happy crafting und discard just for you. Oder I made this for you. Ja gut, Englisch wieder mal. Dann habe ich mir schon mit der letzten Bestellung für 3, 4 Stempel geholt. Und dann habe ich mir wieder 1, 2, 3, 4, nochmal 6 gekauft. Hält's mich für verrückt. Aber die kostet so ein Stempel, kostet 2,95. Also für 3 Euro finde ich das in Ordnung. Und da ist auch eine Sammelkarte dabei. Also da haben wir zum Beispiel verschiedene, da steht jetzt nicht drauf, was ist. Das Garf Nummer 26. Dann das war im Angebot für 2,45. Das ist Nummer 77, der Ice Dance. Jetzt mache ich das einmal auf, weil ich habe es selber noch nicht aufgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die dann da drin in dem Backel aufbewahre. Hat mir heute ein bisschen wehgetan. So schaut der Stempel aus. Das ist ein normaler Gummistempel mit so einem Schaum. Das kann man da runterziehen und das klebt man praktisch, das ist ein bisschen klebrig, klebt man das auf den Acrylblock. Und da drin, muss ich ein bisschen aufpassen, ich habe mich heute beim Garteln ein bisschen wehgetan. Da ist praktisch so eine Sammelkarte drin. Ich dachte, die wäre wie Plastikkarte zum Sammeln, aber die ist ganz stinknormales Papier, also da muss man aufpassen. Also ich denke mal, dass ich das wahrscheinlich extra aufbewahren werde. Also, machen wir jetzt das da rein. Also meinen Kindern, obwohl es 2 Jungs sind, gefallen die. Da werde ich wahrscheinlich ein paar Karten basteln. Dann habe ich den da, den mit den Eisbären, Nummer 78, Winterfreund. Dann habe ich mir die Nummer 16, Bottle of Love, mit so einem Regenschirm für regnerische Tage. Dann habe ich mir Nummer 27, The Little Friend. Da habe ich zuerst gar nicht gesehen, dass das so eine kleine Mini-Maus ist. Und die hat mir so gut gefallen. Und deswegen haben wir das gekauft. Immer was mit Tierchen. Dann habe ich Nummer 70, Just Because. Also da ist so ein Geschenk drauf. Also ich dachte halt,
da wäre das Geschenk auch als Stempel dabei. Dabei ist es bloß das Mädchen als Stempel. Das Geschenk muss man sich halt dann selber wahrscheinlich dazu malen. Dann habe ich mir The Lost Heart Nummer 39. Da habe ich es eigentlich gekauft, weil ich es irgendwie süß fand und mit diesen Teddybären, was die in der Hand hält. Dann habe ich die Nummer 30, Hush Little Bunny, genau. Da hat die einen kleinen Hasen. Dann Nummer 78, Friends Walk Together. Es sind jetzt so Friends, oder man kann es jetzt zum Beispiel als Zwillinge vielleicht sehen. Weil mein Sohnemann ist als Zwilling Sternzeichen und dann habe ich mir gedacht, dass ich da irgend so eine Karte mache. Leider sind es halt Mädchen und keine Jungs. Aber das macht denen wahrscheinlich eher nichts, denke ich mal. Und der ist im Schlafanzug. Das fand ich auch so süß. Nummer 83, Goodnight Gorgeous. Die Santoro Gorgeous. Gorgeous? Habe ich vorhin schon geübt, aber jetzt, naja, Gorgeous. Man kann es halt, wie soll man sagen, kolorieren, wie man will. Und hier sind halt praktisch so Beispiele. Das mit dem Rosa würde ich jetzt bei mir vielleicht eher ganz rot machen oder hellblau. Dann habe ich mir das Kreativbund, das Magazin, die Nummer 1 geholt. Die war eine Woche vorher, glaube ich, im Angebot. Habe es mir dann nicht geholt, weil ich mir gedacht habe, ja, passt schon. Kostet 5,95. Also im Angebot und 6,95 kostet normal. Da gibt es mehrere Dinge. Von dem ITC, genau, fällt mir ein. Ich glaube, das hat ungefähr 7 Euro gekostet. Und die da, die Stempel auch. So, 7,95. Also Kreativbund ist da schon der günstigere Shop. Und ich habe es mir jetzt deswegen gekauft, weil ich mir die Distress Oxide letztes Mal geholt habe. Und dann irgendwie auf dem Schlauch stand, wie kann man jetzt, für was kann man die alles benutzen? Also als Anfänger. Und da sind zum Beispiel Distress Ink erklärt, wie man das am besten koloriert. Dann ist zum Beispiel Anfängerecke Stempeln drin. Dann haben wir, was ist da drin noch? Das habe ich gesehen. Seine Stempelaufbewahrung, wie man die selber gestalten kann. Also das habe ich mir mitgenommen. So, das wäre es jetzt mit meiner Pizza gewesen. Dann habe ich aber noch vorher bei Amazon, weil da wollte ich jetzt nicht warten und bei Kreativbund waren manche Sachen nicht lieferbar zu dem Zeitpunkt. Beim Stempeln total vergessen, beim Kolorieren mit Aquarellstiften. Man braucht eine Stempelfarbe, die eigentlich wasserfest ist, sonst läuft ja der Stempel. Also ich habe mir dann die Stays On besorgt. Kann ich euch jetzt nicht sagen, ich glaube 7 Euro oder was die kostet. Aber das ist auch so ein riesiges Stempelkissen. Das ist den Preis wert. Das ist praktisch wasserfest. Stempelkissen, steht es da? Stempelkissen säurefrei und ist wasserfest. Also geeignet für glatte Untergründe, speziell entwickelt für die Anwendung auf Kunststoff. Overlays, Metall, Glas, Keramik, beschichtete Papier und Leder. Nicht geeignet für Stoff. Und da ist die schnell trockene, lösungsmittelhaltige Tinte. Also wenn Sie es benutzt, sofort den Stempel dann wieder sauber machen. Dazu habe ich mir dann, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich mir das Nuvo-Bett holen soll, den Stempelreiniger. Ich habe mir aber dann für das entschieden. Das war für 11 Euro, glaube ich, zu erhalten. Beim anderen, glaube ich, das war gerade nicht lieferbar über Amazon. Und vom Kreativbund, glaube ich, auch nicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich meine Bestellung vom Kreativbund in dem Moment aufgegeben, wo ich da, wenn du es für 25 Euro bestellt hast, hast du einen 5-Euro-Gutschein gekriegt und für 50 Euro 10 Euro. Das war die März-Aktion. Da habe ich halt nochmal zugeschlagen. Außerdem dürfte man den Bastelshop praktisch unterstützen. Also, das andere ist ein bisschen größer, aber ich habe mir gedacht, ich brauche nicht so ein großes. Das langt vollkommen. Und das ist, ups, was ist jetzt das? Gut, das hält natürlich fest. Ah, genau. Das sind praktisch so zwei Plüschkisten, Kissen, Spülkissen. Nicht Spülkissen. Ja, so glatte Kissen zum Reinigen von den Stempeln. In eins kommt dann das Lösungsmittel. Ich denke mal in das da. Und das ist zum Trockenreiben. Also ich würde es lieber da das Mittel reinmachen. Dafür habe ich diesen Stempelreiniger, habe ich mir von Nuvo gleich mitbestellt. 50 Milliliter. Ich denke mal, das wird ewig reichen. Also da würde ich den Stempelreiniger reinmachen. Weil das kann man, jetzt geht es nicht mehr raus, rausmachen. Und dann kann man es reinigen unter dem Wasser vielleicht.
Oder man kann sich halt das ersetzen. Da weiß ich es jetzt nicht, da muss ich ausprobieren, aber ich glaube, das ist fest. Das kann man raus tun. Also würde ich da den Stempelreiniger reinmachen. Hübsche Größe, also größer brauche ich es wirklich nicht. Außer ich mache halt, was weiß ich, größere Stempel. Die größeren Stempel, naja. Und dann ist mir eingefallen, ja, Mist, aquarellieren kann man zwar mit einem Pinsel, aber Pinsel ist bei mir ein bisschen Mangelware. Ich bräuchte jetzt dann noch so Wassertankpinsel. Was mir nachhinein dann eingefallen ist, dass ich dann letztes Jahr mir so einen Aquarellkasten gekauft habe von Artessa. Und dann lese ich, sind da ja solche Pinsel drin gewesen. Und die von Action, wo ich gemeint habe, das waren welche mit Farben. Also es sind dann 4 verschiedene drin gewesen. Ich glaube für 8 Euro oder so habe ich es mal mitgenommen. Und werde es mal ausprobieren, die Waterbrush Pen. Waterbrush Pen. Genau. Also, jetzt bin ich aber wirklich ausgestattet. Man braucht es jetzt nicht unbedingt alles. Und dann habe ich mir, weil ich jetzt so Schüttelkarten selber machen möchte, nehmen wir mal so ein Metalllineal. Weil unseres ist so klein und das hat so einen Griff. Das kannst du dann schön umeinander halten. So. Und was ich davor gekauft habe von Amazon, das habe ich total vergessen zu sagen. Das waren, nehmen wir so ein Falzbein. Falzbein, ja, das müsste aus Knochen sein, aus echten Knochen. Gut für die Vegetarier und euch vielleicht eher nix oder für die Veganer. Und dann habe ich mir ein Transferklebeband, ob es das Richtige war, weiß ich jetzt nicht, fürs Kartenbasteln, weil ich möchte jetzt auch nicht im Abreisen hin, sondern dazu gibt es die Maschine, die ATG oder ATG 700 und Gott. Die gibt es jetzt vom Kreativbund auch in rosa. Gut, rosa ist jetzt nicht meins, also habe ich mir praktisch die diesmal auch von Amazon geholt, also in Gelb. Also das zeige ich euch mal, wie das funktioniert für die, die nicht daheim haben. Dann habe ich dann auch noch solche Klebedinger. Also ich dachte, es wären mehr, aber für 3D-Klebeblättchen, das sind glaube ich, was sind jetzt drin? 100 Stück. Ah, die werden nicht so lang halten, denke ich mal. Die werden wir brauchen. So, und dann, genau, tun wir das nochmal weg. Und dann hatte ich mir noch das da für die filigranen Brush Foam Pad. Also praktisch mit der Bürste kann man diese ganzen filigranen Stanzteile rausholen, ohne dass man immer mit dem Stift hin und her machen muss. Da ist dann praktisch auch so ein Kunststoffpad. Man könnte sie ja normals holen und sich einfach nur die Bürste. Ich glaube, die Bürste habe ich auch in Teddy oder wo gesehen. Ich glaube, 10 oder 12 Euro kosten die. Muss ich mal ausprobieren. Wie ich schon gesagt habe, ich habe eine Bekannte, die ist Krankenschwester, möchte jetzt eine Karte basteln. Und von Kreativbund hat es halt leider die momentan nicht gegeben. Und ich wollte halt die gleich haben. Das ist praktisch die da, die Nurse von Stamping Bella. Hat jetzt natürlich ein bisschen mehr gekostet mit Versand, weil Step Corner kostet der Versand 4,50 Euro. Und ich habe jetzt eigentlich nur 2 Stempel bestellt. Also praktisch 14 Euro pro Stempel ausgegeben. Und dann habe ich zufällig in der Community von Kreativbund gesehen, dass eine so Karten gemacht hat mit den Shopper. So Mädchen mit Shoppingtaschen. Passt super zu meiner besten Freundin. Der schicke ich auch zur Aufmunterung mal ein schönes Kärtchen. Also die finde ich gut. Die sind jetzt blau. Da ist praktisch die Figur einzeln und der Schriftzug. Da steht jetzt zum Beispiel, you always take such good care of me. Du passt immer auf mich gut auf. Und das ist praktisch because it's Shopper Glock, haben wir. Ist auch witzig. Gab es jetzt noch andere 2, bloß die waren halt schnell ausverkauft. Also man könnte es jetzt direkt aus den USA in einem Shop bestellen. Bloß momentan, soweit ich jetzt weiß, darf jetzt USA Sachen nicht mehr importieren oder exportieren. Na, exportieren heißt, sie dürfen es halt nicht mehr exportieren in Corona, weil das ist halt nicht lebenswichtig, Bastelsachen. Also man könnte es erwarten und wie ihr gesehen habt, ich habe so viel Zeug, Wahnsinn. Aber immer wieder sieht man sowas und dann, uiuiui, das ist ja so schön und man soll es ja eigentlich mal verbasteln. Nein. Also das war's von mir. Wenn euch dieses Video wieder mal gefallen hat, drückt bitte den Abonnieren-Button, schaut es mal öfters bei mir raus. Es ist diesmal schon wieder ein Haul geworden. Aber wie gesagt, ich werde mich jetzt dann am Riemen reißen, wenn meine Kinder, leider werden es wahrscheinlich, würde ich sagen, die Ausgangsbeschränkung wird sich wahrscheinlich erweitern auch nach die Ostern.
wohne jetzt hier in Bayern. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt zusammenreißen, weil ich habe jetzt das Ding. Ich muss ja meine Krankenschwesterkarte basteln. Und dann werde ich so zeigen. Also, wenn es euch wieder gefallen hat, abonniert es mir. Ich würde mich sehr freuen. Also, vielen Dank. Und unten verlinke ich euch noch den Link zu Kreativ und Bunt. Und es gibt übrigens noch eine Community. Da kann man seine Werke zeigen, die mit Sachen von Kreativ und Bunt gebastelt worden sind, beziehungsweise man kann seine Pizzas zeigen. Und es gibt auch so Challenge, wo man zum Beispiel auch was gewinnen kann. Aber ihr könnt euch das mal anschauen in Facebook. Ich werde es euch ja mal verlinken. Also danke, bis demnächst, eure Petra.